Was bedeutet Gospel für deinen Glauben? Ja, Gospel, das ist ja die Verkündigung, das ist ja die Bibel. Also quasi die Bibel ist die Gospel. Die Gospel ist das Evangelium. Verstehst du? Und der Name Gospel, ich nehme mal an, der kommt halt aus dem schwarzen Amerika, wo damals die Sklaven heimlich an den Kirchenhäusern der Weißen gelauscht haben, bei ihren Gottesdiensten, und dort das Evangelium zum ersten Mal gehört haben, sind Christen geworden und haben auf den Feldern, wo sie schuften mussten als Sklaven, da haben sie die Negro Spirituals, sind aus ihnen herausgewachsen, die sind dort entstanden, bei diesen Menschen. Und das ist der Ursprung der Gospelmusik. Die Verkündigung des Evangeliums auf diese unwahrscheinlich wunderschöne Art und Weise. Und inzwischen gibt es ganz viele Musikrichtungen, die alle aus dem Gospel heraus entstanden sind. Da gibt es also, Gospel Blues, es war sehr bluesig am Anfang, Soul, Funk, es gibt auch Gospel Reggae, Gospel Hip-Hop. Gospel Ska, in den 70er Jahren, da gibt es so eine Gruppe, die nannten sich Sunseed, lauter weißhäutig und voll der Ska-Gospel. Und Gospel ist halt die Verkündigung des Evangeliums, aber in der Gospelmusik selber sind 1000 Millionen von verschiedenen Musikrichtungen. Das ist ganz spannend, ohne Ende. Das ist eine bodenlose Schatzkiste. Findest du es wichtig, dass sich die Kirche für den Gospel einsetzt? Ja, der Gospel ist ja die Verkündigung des Evangeliums auf musikalische Art und Weise. Und es wäre ja blöd, wenn die Kirche ihr eigenes Evangelium nicht verkündigen wollen würde. Hello? Also sowas, so eine komische Frage. Wieso? Gibt es irgendjemanden von der Kirche, der zu dieser Musik keine Beziehung hat? Dem kann geholfen werden. Dann ist er gut. Ja. Vor welchen Aufgaben stehen wir Christen? Naja, wir stehen, glaube ich, vor der Aufgabe, dafür zu sorgen, das, was uns Jesus gelehrt hat, nicht nur in der Theorie zu leben, sondern in die Praxis umzusetzen und gemeinsam Kommunen, Gemeinden sein oder gründen und miteinander auch zu teilen, also auch Selbstversorger sein, regional sich stark machen und nicht nur von irgendwelchen ultrareichen Kriegstreiber, Arbeitgebern an eine Maschine gesetzt werden und irgendwelches Dosenfutter herstellen, was dann wieder in die ganzen Industriediscounter kommt und das soll unser Essen sein. Ich finde, wir Christen, wir könnten mit dem Verständnis des Evangeliums ja eine viel gerechtere Welt, eine viel liebenswürdigere, eine lebenswertere Welt helfen zu schaffen, als es bis jetzt im Laufe der Menschheitsgeschichte der Fall war. Jesus Christus hat uns immer, es steht alles in unserer Bibel geschrieben, unser ganzes Evangelium ist richtig perfekt zu finden und zu begreifen und es soll uns nie wieder Christen unterkommen, die fanatisch für irgendwelche Kriegsvorgänge ihr Leben dafür einsetzen, also dass sie Kriege mit unterstützen. Ich finde, wir Christen, dürfen mit Kriegen überhaupt gar nichts am Hut haben.
Und wir müssen helfen, die Schöpfung zu bewahren. Und mein Pastor Kalle hat ein wunderbares Buch geschrieben, mein Taufpastor. Das heißt Vorboten der Zukunft, wie wir die Welt verbessern. Und da schreiben ganz viele Gemeindemitglieder oder auch andere Menschen, die in verschiedenen Bürgerinitiativen sind, total inspirative Sachen. Und besorgt euch alle das Buch von meinem Pastor Kalle. Karl T. Horst, wie wir die Welt verbessern. Ich habe das Geleitwort geschrieben, schreiben dürfen, weil ich manchmal eigentlich ja ganz gut Sachen zusammenfassen kann, wenn ich denn Zeit dazu habe. Oh. Okay, Dankeschön. Ja, gerne.